Pause, dann deckt es mich doch nicht. Ein Pens, okay. So wenig. Der CV, der macht die ganze Zeit nicht. Ja, dafür darf er halt nicht rauchen, ne? Richtig. Wir haben den Spaß und wir rauchen hier. Passt. Da können wir gleich mal zum Thema gehen. Was rauchen wir heute? Tabak! Was? Wir rauchen Tabak. Wir machen mal wieder Tabak-Review, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Golden Panorama Ice Peach. Kenn die Marke nicht, wir haben von der nichts gehört. Der Kumpel war da, hat den uns reingeschmissen, hat gemeint, ich kann den nicht rauchen, probier mal du. Wir sind noch nicht gekauft. Richtig. Deswegen testen wir den mal. Danke an den Kumpel. Danke an Benny. Ich weiß ja nicht, ob ich mich schon bedanken soll. Der will uns bestimmt vergiften. Werden wir dann gleich sehen. Deswegen war der jetzt so ein Gefrierbeutel drin und nicht im normalen Zucker. Dann fangen wir mal mit dem Geruchstest. Jetzt halt mal deinen Zicken rein, du. Genau. Also Peach Mint stellen wir euch ja vor. Und er riecht schon mal zumindest nach Pfirsich. So frech, Dachs, glaubt mir hier einfach ein Schlauch. Ihr habt gesagt, das soll hinter der Kamera bleiben. Ein Arschloch. Mach mal einfach weiter. Er riecht süßer Pfirsich. Ja, ist ziemlich süßer. Ne? Minze rieche ich jetzt nicht so raus. Er ist aber ganz schön feucht. Er ist ganz schön feucht, aber da kommen wir dann beim Ausschnitt dazu. Also ein bisschen mentholmäßig merkt man. Höher, mehr Winkel. Also vom Schnitt her finde ich nichts. Schmeckt echt. Er ist halt recht feucht, wa? Ja, richtig feucht, also braucht wahrscheinlich gut Hitze, dass er funktioniert. Doch, Hitze brauchen wir, das haben wir schon rausgefunden. Was war das? Opi, leg aber los mit dir. Fakte, auf geht's hier. So viel Fakten habe ich nicht dazu. Golden Panorama. 13,50, 200 Gramm. Ungewöhnlicher Preis. Jetzt ist ja. Ist ja da schon wieder am Dämpfen. Wo kriegt man her? Natürlich jeden gut sortierten Online-Shop. Bei mir kriegt man noch nicht. Oder keine Ahnung, vielleicht überhaupt. Jetzt, Alex, es ist so Schluss. Jetzt gehst du in der Kamera, fix noch einmal. Beim Keks sein Setup ist aber der Peach-Geschmack intensiver, also Pfirsich, als bei uns jetzt beim Setup, finde ich jetzt. Hallo? Tut er nicht. Alex, ohne Witz jetzt. Du gehst jetzt wieder. Jetzt fix hinter die Kamera hinter. Jetzt ist er ruhig gleich. Du machst doch irgendwann so weit, bis der Alex dann immer für uns schneidet. Und was machen wir dann? Dann haben wir es geschissen. Aber was will er machen? Der hat doch eh nicht die Eier dazu in der Hose. Mann, warte mal, ich rück mal schnell. Ah, Scheiße. Es ist heiß. Ha! Au. Das. Jetzt haben wir es. Jetzt piepst du uns aus. Nur wegen deiner Scheiße. Der piepst und piepst und piepst. Halt die Schnauze. Fick dich ins Knie. Er soll mit dem Scheiß aufhören. Ich hau den nicht so aufs Maul. Jetzt mach die Kamera weg. Endlich ist da wieder Ruhe eingekehrt. Jetzt können wir endlich wieder zum Tabak gehen. Ich find's super. Ach, nee. Und der Alex funkt uns immer dazwischen. Oh, endlich Ruhe. Und zwar, passt mal auf. Endlich richtige Fakten. 13,50 für 200 Gramm. Brauchst gar nicht so schauen. Du kriegst nichts zum Dämpfen. Was? Willst du machen? Dämpfen? Willst du uns ersetzen? Dämpfen? Willst jemand anders auf die Couch hocken oder was? Nix gibt's. Okay. Wir sollten leise sein mit dem, was wir aussprechen. Richtig, ich glaube, wir lassen Alex wieder vor, oder? Ja, vielleicht. Zieh ihm das Band ab. Ich zieh dir das Band ab. Ich? Zieh's mich aus. Gleich ist kaputt. Ruhe da! Ihr wisst schon, dass Zahnersatz ziemlich teuer ist. Wir zeigen euch kurz mal die Rauchausbeute. Das ist aber auch wackelig, wa? Nur bei dir kommt heute mehr. Also wie man sehen kann, das Ganze ist ziemlich ordentlich. Da kann man sich nicht beklagen. Ja, Alex, genau. Du schweifst ab. Alex, oben. Rauchhaus. Da spielt die Musik, der kann die schlauen Informationen geben. Oder der. Hallo. So, Mama, Fazit. Was sagst du allgemein jetzt? Fazit, Tabak. Also so,
Der Tabak an sich ist nicht schlecht. Er kratzt nicht, er drückt nicht, wenn man richtig baut. Ist schön feucht, der Schnitt ist in Ordnung. Er braucht Hitze. Er braucht Hitze, also er kann gut Hitze ab. Macht ziemlich viel Rauch. Aber das, was mir nicht gefällt, ich habe schon viele andere Heißpfirsichsorten geraucht. Zum Beispiel 7 Days Cold Peach. Um Längen besser, Alashami Gold Pfirsich. Um Längen besser. Also jedenfalls bei der Pfirsich-Eissorte geht man vom Geschmack her für mich einfach nicht klar. Also das ist Eis ist da, aber es Pfirsich nicht. Ja. Richtig. Also das, warum man sich eigentlich kauft, das ist nicht da. Ja. Der ist für mich einfach zu lasch. Also von mir kriegt er mal keine Kaufempfehlung. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ich würde sagen, wenn ich mir einen Pfirsich hole, beziehungsweise Pfirsich-Eis, dann möchte ich aber zumindest auch ein bisschen Pfirsich dabei haben. Ne? Also er riecht definitiv intensiver, als dass er schmeckt. Richtig. Wer ihn sich ausprobieren möchte, kann ihn sich ausprobieren. Kaufen würde ich mir jetzt nicht unbedingt, wenn ich weiß, wie er schmeckt. Wir schauen uns noch andere Sorten an. Vielleicht ist es bloß bei dem Eispfirsich so. Man kann ja nicht immer generell urteilen. Aber das ist jetzt einfach mein Fazit zum Tabak. Ihr dürft gern euer Fazit dazu, wenn ihr einen Ascho geraucht habt, können wir ein wenig drüber diskutieren. Kein Thema. Nachdem der Alex heute auch probiert hat, kann der Alex natürlich auch mal ein Fazit abgeben. Alex, was hast du? Piep! Dich ins Knie. Der Keks zeigt uns, wie es zum letzten Video geht. Mehr Elan. Was ist denn da los? Wir schlafen ab. Ja, das war... Ups. Ja. Und ihr wisst Bescheid, Abo ist kostenlos. Nicht lange halluzinieren. Drückt auf Abonnieren. Erst liken, dann anschauen. Fressern.